Schiefe Zunge, schiefer Mensch. Das heutige Thema ist der Nervus hypoglossus. Ganz besonders wichtig ist dieser Nerv und diese Einflussfaktoren darauf in der Kinderosteopathie. In der Kinderosteopathie, in welcher die Verknöcherungszonen der Schädelknochen, besonders des Hinterhauptknochens, noch nicht abgeschlossen ist und wo es eben sehr viele Fehlermöglichkeiten geben kann, wie wir sehen werden, ist der Einfluss auf den Nervus hypoglossus sehr häufig zu sehen, was dazu führen wird, dass die Zunge zur gestörten Seite hin zeigen wird. Aber auch im Erwachsenenalter gibt es häufig Störungen, welche dann sich auf die Zunge und auf eine ganze Anzahl an Dingen auswirken wird, wie Sie kennen, auf den gesamten Körper. Aber sehr häufig sehen wir eben Störungen, welche schon im Kindes- oder Babyalter entstehen, welche dann sich nachteilig auf die Verknöcherung der Schädelknochen auswirken wird, wenn diese Themen nicht gelöst werden, was wir häufig in der Praxis finden, was dann eben zu nachhaltigen Themen und Fehlstellungen des gesamten Menschen führen wird. Der Nervus hypoglossus entspringt aus der Schädelhöhle durch ein kleines Loch direkt vor und über den Occiputkondylen, den Aufsitzflächen des Hinterhauptknochens auf dem Atlas, auf der Wirbelsäule. Und hier sehen wir bereits, dass schon jedes mögliche Störungsbild, was wir hier an diesem gesamten Hinterhauptknochen sehen, am Atlas, an der oberen Halswirbelsäule, Störungen dieses Nervs nach sich ziehen wird. Der Nerv verläuft dann nach unten entlang der Mandibula, zieht zur Mundbodenmuskulatur. Hier sehen wir auch sehr viele Zusammenhänge zu der ganzen viszeralen Kette, zu den Organen und versorgt, innerviert dann eben die Zunge auf beiden Seiten. Welche Störungen wird es also nun geben, wenn der Nervus hypoglossus durch die zahlreichen Einflussfaktoren, die wir noch sehen werden, gestört wird? Zum einen wird sich die Zunge zur Läsionsseite verbiegen, kann man so sagen. Es wird Schluckstörungen geben, häufiges Verschlucken, was wir ganz besonders dann bei Säuglingen und kleinen Kindern sehen. Die Säuglinge und kleinen Kinder werden dann ihren Kopf beim Stillen immer auf eine Seite, meistens eben zur Läsionsseite hindrehen, was auch wiederum dann die ganze muskuläre Entwicklung negativ beeinflusst, denn die Kinder sollten ihren Kopf immer zu beiden Seiten drehen, sollten beide Seiten gleich nutzen, kann man so sagen. Und dieses häufige Schlucken, es kann sogar bis so weit gehen, dass ein Trinken oder Saugen überhaupt nicht möglich ist, wenn eben diese Störung an diesem Nerv, die Läsion, sehr groß ist. Und eben diese Saug- und Schluckschwierigkeiten werden dann häufig sogar medikamentös behandelt mit sehr seltsamen Dingen. Manchmal mag dies nötig sein, aber relativ häufig, ohne irgendein Heilversprechen zu geben, ohne Vergleiche anzustellen, ist die Ursache sehr einfach, in einer Läsion zu finden, die eben den Hypoglossusnerv beeinflusst. Es gibt natürlich, wenn diese Läsion nicht behebt wird, im Laufe der Zeit, im Heranwachsen der Kinder, Störungen der Sprachentwicklung, wenn die Sprachentwicklung durch irgendwelche Einflussfaktoren eben negativ beeinflusst wird, beeinflusst dies wiederum die kognitive Entwicklung des heranwachsenden Kindes. Die Sprachentwicklung, der Ausdruck ist eben sehr wichtig zur Bildung des Bewusstseins, zur Bildung des Gehirns, zum Aufbau des Gehirns. Das ist ein extra Thema, wo man ein sehr langes Video drüber machen könnte. Vielleicht mache ich das einmal, nur um dies anzuschneiden. Fehlstellungen der Zähne, die Position der Zunge, die Neutralposition der Zunge sollte eben natürlich gleichmäßig mittig sein. Die Zunge sollte immer in der Schwebe sein und die Zungenspitze sollte sehr leicht, ohne irgendeinen Druck, den vorderen Bereich des oberen Gaumens berühren, allerdings nicht die Zähne berühren und schon gar nicht die Zähne nur auf einer Seite berühren. Wenn die Zunge in ihrer Position nicht mittig ist, nicht in dieser normalen Neutralstellung und Position ist, wird sich dies, wie wir gleich sehen werden, immer auch auf die Position und auf die Verknöcherung des gesamten Kiefers auswirken, was dann natürlicherweise auch die Entwicklung der Zähne negativ beeinflussen wird und allerlei Probleme dort verursachen wird, so wie es häufig in der Praxis zu finden ist. Manchmal sogar so weit, wie es kürzlich ein Fall in meiner Praxis gewesen ist, wo bei einem jugendlichen Mädchen, wo eben eine sehr große
Beeinflussung des Hypoglossusnervs während der Geburt, eine Saugglockengeburt, passiert ist. Dies wurde nicht behandelt. Die ganze Kette, die wir sehen werden, hatte sich eingestellt mit einem schiefen Kiefer, mit einem ungünstig verknöcherten Kiefer, kann man so sagen. Und dort wurden dann das Oberkiefer, das Unterkiefer mehrfach gebrochen, Knochenstücke rausgeschnitten, zusammengeklebt mit einem Knochenzement, mit einem furchtbaren Ergebnis. All diese Dinge kann man nicht immer, aber häufig tatsächlich vermeiden, wenn man die Warnzeichen in der frühen Kindheit, im Säuglingsalter sieht und diese behandelt. Man kann sie häufig behandeln, wenn auch nicht immer. Wie Sie aus meinen anderen Videos bereits kennen, ganz besonders ausführlich in dem Video über die kraniomandibuläre Dysfunktion, wirken sich alle Themen, welche das Kiefer betreffen, auf den gesamten Körper aus, auf alle Muskel- und Faszienketten, auf die gesamte Haltung. Schauen Sie sich bei Interesse dieses Video an, wo ich sehr ausführlich all diese Dinge, die Zusammenhänge des gesamten Körpers zum Kiefer und andersherum erkläre. Skoliosen, welche sehr häufig im jugendlichen Alter bei Kindern festgestellt werden, haben sehr häufig den Ursprung in Kieferproblemen und diese haben wiederum häufig den Ursprung in Zungenthemen, verursacht durch Störungen des Nervus hypoglossus. Bei ärztlichen Untersuchungen gibt es dann, oh Wunder, Überraschung, die Skoliose, welche eben dann durch Physiotherapie, alles Mögliche, sehr lang behandelt wird und wo man die Symptome mildern kann, aber die Probleme häufig nicht beheben kann. Besser, man hätte vielleicht früher im Kleinkindesalter und Kindesalter, am besten vor 2 Jahren, bevor viele Dinge eben verknöchern, einige Dinge beachtet und vielleicht behoben. Wie funktioniert es also nun, dass Störungen der Zunge, das Kiefer, die Schädelbasisknochen, die sogenannte sphenobasiliäre Synchondrose beeinflussen und somit die gesamte Wirbelsäule beeinflussen und zur Skoliose führen können, zum Beckenschiefstand und an einem Fuß oder an beiden Füßen zu Fehlstellungen der Fußwurzelknochen führen kann, zum Plattfuß auf einer oder auf beiden Seiten, wenn das Thema sehr stark ausgeprägt ist. Das Oberkiefer sollte, wie hier idealisiert dargestellt sein, relativ flach hier sein und die Wölbung nach oben graduiert dargestellt sein. Ist allerdings die Zunge durch Beeinflussungen des Nervus hypoglossus sehr beeinflusst oder gereizt, wird diese sehr häufig einen sehr starken Kontakt zum Oberkiefer haben, wird einen sehr dauerhaft, auch in Ruhestellung, einen Druck auf das Oberkiefer auswirken, meistens eben dann einseitig, wodurch, wie auch gesagt wird, ein domartiges, also ein kuppelartiges Oberkiefer entstehen wird, denn im Kleinkindesalter bis zum jugendlichen Alter sind eben diese Suturen noch nicht sehr verknöchert und dieser Druck wird bewirken, dass besonders eine Seite eher nach oben sich verschieben wird, was dann dazu führen wird, dass auf dieser betroffenen Seite der Teil des Oberkiefers auch etwas in die sogenannte Innenrotation gehen wird. Also es wird ein Seitenungleichgewicht der Zahnreihen geben, sowie natürlich jedes Verschieben und jede nach oben gerichtete Stellung dieses Oberkieferbereichs wird das gesamte Oberkiefer, wird das Volumen des Oberkiefers begrenzen. Und all dies wirkt sich aus auf das sogenannte Os Palatinum, auf das Os Sphenoidale, das Keilbein. Und das Os Sphenoidale bildet den vorderen Anteil der der Schädelbasisknochen, was sich dann wiederum sehr stark auf das Occiput, auf diesen Hinterhauptknochen auswirken wird. Und auch das Occiput dieser Knochen besteht im Kleinkindesalter und Kindesalter noch aus 4 nicht verknöcherten Teilen. Der hintere Teil, dieser Teil und hier gibt es eine Trennung, welche erst in einigen Lebensjahren verknöchern wird. Und alle Themen, die sich hier dort auswirken auf diesen Knochen, wird dazu führen, dass diese Kompartimente, diese Anteile eben ungleichmäßig nicht gerade zusammenpassen. Und wenn man dies dann nicht behebt, was man im Kleinkindesalter häufig noch tun kann, werden eben diese knöchernen Anteile auch ungünstig in nicht gerader Weise zusammenwachsen und verknöchern. Wie wir gesehen haben, tritt eben vor diesen Occiputkondylen nahe der Schädelbasis, treten auf beiden Seiten die Nervi hypoglossi aus, welche dann die Zunge
wiederum noch mehr beeinflussen werden und das Problem häufig verstärken werden. Jede Verschiebung, jedes Ungleichgewicht an dieser Synchondrose der Schädelbasis wird sich an der Wirbelsäule widerspiegeln. Wir sehen dies, am Anfang wird das System dies noch sehr gut kompensieren können. Allerdings wird dann diese Widerspiegelung an der Wirbelsäule, die sogenannte Skoliose, denn gehen Themen hier vom Oberkieferknochen aus, wird sich dies, das ist ein kompliziertes System, wie diese ganzen Knochen hier zusammengefügt sind, das wäre ein extra Thema, wie genau dies funktioniert, das führe ich jetzt hier nicht alles extra an. Nur so viel dazu, dass jede Seitenungleichheit wird dazu führen, dass sich das Keilbein, das Sphenoid, auch seitenungleich etwas kippen wird. Es wird eine Drehung vollziehen im Verhältnis zum Occiput. Und diese Drehung, diese Skoliose, die wir hier finden und im Kiefer finden, wird sich in der gesamten Wirbelsäule widerspiegeln, welche sich dann im Heranwachsen verfestigen wird und wo es dann, wenn die Heranwachsenden erst einmal jugendlich sind, nicht so einfach ist, diese Skoliose wieder in den Griff zu bekommen. Und es wird ein längerer Prozess sein, wo man eben das Gesamtsystem ausgleichen muss, stärken muss, dass eben dann die Skoliose keine so negativen Auswirkungen mehr hat. Aber eine einfache Korrektur ist dann nicht mehr so leicht möglich. Es ist so, sind diese Schädelknochen einmal verknöchert, ungünstig verknöchert, kann man auch im Erwachsenenalter, das ist auch das, was man in der Osteopathie macht, was einer der wichtigsten Aufgaben ist, die Beweglichkeit der Suturen, der Verknöcherungszonen etwas verbessern, nicht immer, aber manchmal, also sehr häufig, nicht manchmal, sehr häufig. Allerdings, man kann tatsächlich, es gibt dort bildgebende Verfahren und wissenschaftliche Studien, dass sich die Schädelform, die Verknöcherungszonen verbessern, verändern können. Sie tun dies nicht immer, aber häufig eben doch. Allerdings sind diese schiefen Verknöcherungen sehr ausgeprägt, werden wir das dann später nicht mehr so verbessern können, wie es an diesem idealisierten Schädel dann der Fall ist. Außerdem beeinflusst jedes Ungleichgewicht der Schädelbasisknochen das sogenannte Foramen Magnum und die Dura, die Dura Mater, die Hirnhaut. Wir sehen sehr häufig bei Kleinkindern und Neugeborenen durch den Geburtsvorgang beispielsweise oder bei Kaiserschnittgeburten, bei Sauglockengeburten, Zangengeburten, dass das Occiput, welches eben diese noch nicht verknöcherten Zonen aufweist, Störungen und Ungleichgewichte am Foramen Magnum, wo direkt daneben die Occiputkondylen sind, wo der Kopf auf dem Atlas, auf der Wirbelsäule aufsitzt. Die Schädelhöhle ist innen mit der Hirnhaut, mit der Dura Mater ausgekleidet. Und eine sehr starke Anheftung, Verklebung, Verschweißung kann man sagen, der Dura Mater findet sich hier im Inneren und am inneren Rand des Foramen Magnums, am inneren Rand des ersten und zweiten Halswirbels und am oberen Rand des dritten Halswirbels. Alles, jede Verschiebung, jedes Ungleichgewicht dieses Foramen Magnums wird sich direkt auf das Kleinhirn, auf den Hirnstamm, auf das Kleinhirn hier innen auswirken, auf alle wichtigen Hirnnervenkerne, was dann wiederum zu allen möglichen weiteren Problemen führen kann und auf Dauer häufig führen wird. Es ist sehr wichtig in der Kinderosteopathie, dass man immer eben das Occiput, diese Anteile des Foramen Magnum begutachtet und behandelt, denn sehr häufig finden wir dort Themen. Und jegliches Ungleichgewicht in diesem Bereich wird eben das Thema der Zunge nach sich ziehen, wie wir gesehen haben, mit den gesamten Folgen. Und ist einmal dieser Kreislauf, dieser Läsionskreislauf im Gange, wird sich eben diese Skoliose in der sphenobasilären Synchondrose aufzeigen, was dann wiederum sich ungünstig zu einer Kippung, zu einer sogenannten Torsion des Hinterhauptknochens führen wird, was dann Störungen und Probleme am Atlas führen wird, was wiederum die Vagusnerven beeinflusst, wie sie aus anderen Nerven auch noch beeinflusst, wie sie aus anderen Videos kennen. Und was dann das gesamte sogenannte kraniosakrale System, ist ja auch eine sehr moderne Sache, momentan führen wird. Denn die Dura Mater wird dann eine seitenungleiche Spannung aufweisen, welche sich fortsetzt auf den Atlas, auf C2, auf C3, bis hin zum Kreuzbein.
was dann wiederum einen Beckenschiefstand verursachen kann und häufig wird, was sich auf die Hüften auswirkt, auf die Knie, auf die gesamten Fußwurzelknochen und einseitig oder beidseitig zum Plattfuß oder anderen Fußstörungen führen kann und häufig führen wird. Haben sich erst einmal Störungen auf die Füße, auf die Fußwurzelknochen ausgewirkt, wirkt dies wiederum zurück nach oben auf den Atlas zum Kiefergelenk. Eine Läsionsschleife entsteht, welche sich im Laufe der Zeit häufig verschlimmern kann und häufig verschlimmern wird. Die Wirbelsäule ist natürlich immer betroffen, wie wir gesehen haben, über den Zusammenhang des kraniosakralen Systems, wenn wir Störungen im Kieferbereich haben, der sphenobasilären Synchondrose. Über das kraniosakrale System, also über das Duramata-System, den Zusammenhang zwischen Kopf, oberer Halswirbelsäule und Becken, Kreuzbein, über die Duramata und dahingehend, dass die gesamte Wirbelsäule die sphenobasiläre Synchondrose widerspiegelt. Sie können sich vorstellen, dass die gesamte Wirbelsäule wie eine Perlenkette ist und die Schnur der Perlenkette im Inneren ist die Duramata. Jegliche Störung im Kopfbereich oder im Beckenbereich, jegliche Störung, welche sich auf das Kreuzbein auswirkt, wo es derer viele geben kann und häufig zu finden sind, wirkt sich ungünstig auf das kraniosakrale System aus, was häufig dazu führt, dass die Wirbelsäule, man kann sagen, zusammengedrückt wird. Und die innere Begrenzung und Führung der Wirbelsäule ist eben die Duramata, welche sehr stabil und fest ist. Ist die Duraspannung zu hoch? Ist die gesamte Wirbelsäule zwischen Kopf und Becken eingekeilt? Der Druck zwischen Kopf und Becken ist sehr stark, was die Bandscheiben naturgemäß sehr negativ beeinflusst und zu Wirbelverschiebungen führen kann. Denn man kann sich das vorstellen wie eben bei dieser Perlenkette. Wenn diese Schnur in der Mitte zu kurz ist, werden die Perlen irgendwo ausweichen müssen. Das Muskel-Skelett-System wird dies ausgleichen und wird dies kompensieren. Allerdings gibt es dort eben auch sehr häufig ungünstige Spannungen im Laufe der Zeit, Läsionen, welche sich einstellen, wo dies irgendwann nicht mehr kompensiert werden kann und es wird eben zu immer mehr Störungen der Wirbelsäule kommen mit den Auswirkungen auf die Bandscheiben und mit den Auswirkungen auf die Spinalnerven, welche an den Wirbeln austreten, wie wir sehen werden, wie Sie auch aus anderen Videos schon kennen, was dann wiederum zu Schmerzsymptomen führen kann und wird, zu Organstörungen führen kann und häufig wird. Wie Sie aus meinen anderen Videos bereits kennen, wirkt sich jegliche Störung der Schädelbasisknochen und des Kieferbereichs aus auf die Kopfganglien, ganz besonders auf das Ganglion Pterygopalatinum, welches in diesem Bereich eingelagert ist und jegliche Störung hier wird diese Ganglien an beiden Seiten sehr stören, wie Sie ganz besonders ausführlich in dem Video über die kraniomandibuläre Dysfunktion sehen, was dann zu allen bekannten HNO-Problemen führen kann, zu Herz-Kreislauf-Störungen führen kann, wie Sie in diesen anderen Videos sehen und dergleichen. Bei Kindern sehr häufig zu Mittelohrentzündungen an der betroffenen Seite, welche eben über die Maßen auftreten, zu Infektanfälligkeit, zu Augenstörungen, zu tränenden, trockenen Augen, besonders auf der betroffenen Seite. Und all diese Dinge, welche man sehr häufig verbessern kann oder vermeiden kann, wenn eben diese Einflussfaktoren auf dieses Ganglion auf einer oder auf beiden Seiten vermieden wird. Störungen in diesem Bereich, ausgelöst durch die Zunge beispielsweise, wirken sich sehr stark auf den sogenannten Voma aus. Dieser Vorsprung, dieser gelbe Knochen, setzt am Keilbein an und geht hier vorne bis ins Naseninnere. Der Voma ist der Klempner der gesamten HNO-Sphäre. In der kranialen Bewegung macht dieser Voma eine Art Pumpbewegung, eine Art Auf- und Abbewegung. Er bewegt sich minimal 8 bis 12 Mal die Minute nach oben, nach unten und nach vorne, nach hinten. Dies bewirkt in den gesamten Nasennebenhöhlen eine Art Pumpen, welches sehr wichtig ist für die Nasennebenhöhlen, Schleimhäute, für das Lymphsystem dort, für die Blutzufuhr, für den Blutabtransport und sehr wichtig für das Os Ethmoidale, dieser gelbe Knochen, welcher auch einen Teil der Augenhöhle bildet, über dem Wurmer. Das Os Ethmoidale ist das sogenannte Riechbein.
Durch diesen Knochen verlaufen die Riechnerven und jegliche Störung des Vomers wird auf Dauer eben Probleme des Riechsystems nach sich ziehen und dergleichen. Das ist ein extra Thema, welches sehr ausführlich besprochen werden kann. Nur so viel dazu in diesem Video. Der Einfluss auf die Augen ist natürlich auch sehr groß bei jeglichen Störungen des Kiefers, zum Beispiel verursacht durch die Zunge. Die Maxilla, das Oberkiefer, bildet einen Teil der Augenhöhle. Jegliches Ungleichgewicht, jede verstärkte Außen- oder Innenrotation der Maxilla, verursacht durch Zungenstörungen, vor allem im Kleinkindesalter, wird Auswirkungen auf die gesamte Augenhöhle haben. Des Weiteren ist das Os ethmoidale, das Os lacrimale eben auch ein Teil der Augenhöhle und das Sphenoid hier hinten ebenso. Der Sehnerv verläuft durch eine Lücke des Sphenoidknochens, welcher eben ein Teil der Schädelbasis ist und immer eine Torsion aufzeigen wird, wenn es Probleme hier vorne gibt oder Probleme hier hinten gibt, durch eine Sauglockengeburt, durch Geburtsprobleme beispielsweise. Sehr häufig sehen wir dann, dass eine Augenhöhle etwas kleiner ist als die andere. So kann man häufig schon auf Sichtbefund bei Kindern oder auch bei Erwachsenen, wo all dies ungünstig verknöchert ist, sagen, ob bestimmte Läsionen wohl an den Schädelknochen vorliegen werden. Und natürlich wird sich eine Verengung oder eine Seitenungleichheit, besonders auf der betroffenen Seite, ungünstig auf den Sehnerv auswirken und auf alle Strukturen des Auges, im Auge, im Augenhintergrund. Die Augen haben außerdem einen sehr großen Bezug zum kraniosakralen System, zur Dura Mater, denn der Sehnerv und das Hintere des Auges ist eingehüllt mit von der Dura Mater. Das Auge ist eigentlich ein Teil des Gehirns, welcher aus dem Gehirn sich bildet, embryologisch, und aus diesem Hirnnerv, dem Sehnerv, eben hier ein gestielt nach vorne wächst, in die Augenhöhle hinein wächst. Und die Augen haben einen sehr wichtigen Bezug eben zur Dura Mater. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Läsion des Beckens, des Kreuzbeins oder sogar des Steißbeins zu Augenproblemen, zu Sehstörungen führen kann oder zu Schmerzen an oder hinter den Augen. Und zu guter Letzt wird sich jegliche Störung der Schädelknochen, jegliche Ungleichheit der Schädelknochen auch auf das zentrale Nervensystem, auf das Gehirn auswirken und besonders bei Babys und Kleinkindern auf die Entwicklung des Gehirns. Die Schädelhöhle sollte immer gleichmäßig sein, die Schädelknochen. Es sollten keine Verfestigungen oder schiefen Bereiche dort vorkommen, damit sich das Gehirn entwickeln kann und frei entfalten kann und der Schädel gleichmäßig mit wachsen kann, ganz einfach. Viele Themen der kindlichen Entwicklungsstörungen könnten häufig vermieden werden, wenn man die Schädelknochen ausgleicht und darauf achtet, dass mögliche Läsionen dort eben behoben werden, sollten welche vorhanden sein. Sind beispielsweise die Occiputkondylen durch Themen der Geburt oder durch andere Einflussfaktoren vorhanden, sehen wir eben den Einfluss auf den Nervus hypoglossus, sehen wir negative Einflüsse auf Atlas Axis. In meinem Video über die Vagusnerven finden Sie dies sehr ausführlich dargelegt, welche Auswirkungen Atlas Axis Probleme, Fehlstellungen auf das parasympathische Nervensystem haben wird, auf das gesamte Organsystem, auf die Psyche. Läsionen des Occiputs sehen wir sehr häufig durch den Geburtsvorgang, durch Sauglockengeburten und dergleichen, durch Stürze, durch Frakturen in der Schädelbasisbereich, im Hinterhauptsbereich. Man kann dort auch im Erwachsenenalter, auch wenn im Erwachsenenalter dort durch einen Sturz etwas passiert beispielsweise, sogenannte intraosteäre Läsionen finden, die man in der Osteopathie häufig behandeln kann und sollte. Dies sind verhärtete Bereiche im Knochen, welche dann die Vitalität und die Beweglichkeit des gesamten Knochens einschränkt, was dann zu den gesamten Folgen führen wird. Sehr wichtig sind natürlich, besonders im Kleinkindes- und Kindesalter, die Verknöcherungszonen des Occiputs, welche man eigentlich immer mal anschauen sollte, da wir dort sehr häufig Dinge finden. Das Foramen Magnum ist bei Kleinkindern auch sehr häufig in einem ungleichmäßigen Zustand, wie wir gesehen haben, woraufhin sich dies dann alles auswirken kann und wird. Eben auf die Dura, bis hin zum Becken, bis hin zu den Füßen, Hüfte, Knie, alles eben. Und all diese Dinge wirken sich dann umgekehrt auch wieder nach oben aus,
auf die Schädelbasisknochen, auf das Kiefergelenk, auf das Kiefer und wird dann diese Themen verstärken. Wie Sie in anderen Videos über die Vagusnerven, über die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, über die obere Brustwirbelsäule schon gesehen haben, werden sich alle Störungen der Wirbelsäule, der Dura, auf das sympathische und parasympathische Nervensystem auswirken, was zu allen möglichen Themen und Erkrankungen der Organe führen kann, was diese begünstigen kann oder sogar ursächlich auslösen kann. Nicht zuletzt ist die Zunge nicht nur übertragen ein Organ des Ausdrucks, des sprachlichen und stimmlichen Ausdrucks, aber auch des Ausdrucks der Seele. Der Einfluss der seitenungleichen Zunge auf die sphenobasiläre Synchondrose ist sehr stark, wie wir gesehen haben. Die sphenobasiläre Synchondrose ist der Motor des Vitalitätssystems des Körpers, ein Thema, welches ich in anderen Videos etwas ausgeführt habe. Ich werde noch ein extra Video darüber machen, über den sogenannten primären respiratorischen Mechanismus, welcher vom Gehirn, vom zentralen Nervensystem ausgeht, über die Gehirnflüssigkeit, den Liquor, an die Dura weitergegeben wird, an die Schädelknochen weitergegeben wird. Jegliche und von dort eben an den gesamten Körper weitergegeben wird. Dieses Lebenspumpen, dieser Lebensatem ist messbar und fühlbar mit den Händen. An jeder Körperstelle, in jedem Organ bis hin zu jeder Zelle ist dies wichtig für den Zellstoffwechsel. Für alles im Körper ist diese Art von nicht chemischer Vitalität essentiell wichtig. Jegliche Blockade und Störung, welche diese Vitalität, dieses Lebenselement, diesen Lebensmechanismus einschränkt, ist eben nicht sehr gut. Die SSB, die sphenobasiläre Synchondrose, wird eben während dieses Mechanismus einen Kippmechanismus durchführen und jegliche Verfestigung und Störung dort wird dies entweder in ungleichmäßiger Weise sich auswirken lassen oder wird dies sogar sehr blockieren, was zu sehr großen Themen führen wird. Auch die Gehirnentgiftung, die Drainage, die Blutzufuhr, die Blutabfuhr, die Bildung des Hirnwassers, der Abtransport des Hirnwassers in das venöse System ist essentiell darauf angewiesen, dass dieser Pumpmechanismus sich kraftvoll und gleichmäßig auswirken kann. Diese Art von Vitalität ist natürlich wichtig für die Gesundheit des Körpers, für alle Lebensprozesse des Körpers, der Organe, der Zellen, der Körperzellen, aber ist eben auch wichtig, dass der Geist die Seele und Körper bewohnen kann, dass wir uns in unserem irdischen Fahrzeug ausdrücken können, dass sich unsere Seele ausdrücken kann. Und dann werden wir auch unsere Zunge gut benutzen können und die guten Dinge werden wir in selbstbewusster Weise unsere Persönlichkeit entwickeln können und werden uns auch über unsere Sprache ausdrücken, so wie es für uns richtig ist. Die Person drückt sich physisch und seelisch aus. Körperliche Gesundheit ist essentiell abhängig von dieser Vitalitätsebene, von der guten Funktion des sphenobasilären Synchondrose. Die gesamte Autoregulation ist abhängig von dieser Art von Vitalität, dass wir Autoregulation bedeutet in der Osteopathie, dass sich der Körper, die Körpersysteme selbst ausgleichen können, dass der gesamte Körper gut zusammenarbeitet und dass wir unseren Körper gut bewohnen können, dass wir uns gut ausdrücken können in unserem Körper. Und diese Autoregulation ist die Grundvoraussetzung für jegliche Selbstheilung, für jegliches gutes Funktionieren des Körpers, für jeglichen Heilungsprozess. Diese Art von Vitalität ist das, was in der Schulmedizin und in den meisten alternativen Medizinbereichen ausgelassen wird. Obgleich dies, wie Sie gesehen haben, eines der wichtigsten Themen ist für Gesundheit, für Heilung, damit wir uns körperlich, geistig und seelisch ausdrücken können. Denn die Natur, das Leben, das Element, welches hinter dem Leben steckt, tendiert immer Richtung Normalität und Gesundheit. Es müssen nur die Grundvoraussetzungen bestehen und einige Steine aus dem Weg genommen werden, wie wir dies in der fundierten Osteopathie versuchen zu tun und häufig auch tun können. Ich hoffe, Ihnen einige sehr interessante Zusammenhänge wieder aufgezeigt zu haben. Genießen Sie Ihr Leben!